Wir sind hier gerade im Ueno Park und ein bisschen Cherry Blossom haben wir hier sogar schon. Da steht hier Lina, da ist der eine Cherry Blossom und ich finde auch, das, der ist besonders schön. Die hier, die haben, also die sind ein bisschen zu pink. Bisschen alt, also ich weiß nicht, sieht ein bisschen also Oma-mäßig aus. Der da, der ist ein bisschen moderner. Der ist besser, ja. Das ist jetzt hier eigentlich einer der It-Spots zum Cherry Blossom gucken. Allerdings ist das bei den Bäumen noch nicht angekommen. Also es ist hier sehr, sehr vereinzelt, dass man die Blüten sieht. Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Tage. Leider sind wir dann nicht mehr hier. Naja. Die Japaner haben es nämlich richtig drauf. Die haben sich gedacht, wir markieren in der Parkkarte, wo die Cherry Blossoms sind, damit die Leute auch wissen, wo sie suchen müssen. Bombastic Side-Eye. Criminal Offensive Side-Eye. Do you understand? So, das ist das nächste Hotelzimmer. Wir sind nämlich jetzt in Osaka. Diesmal zwei Einzelbetten, aber trotzdem relativ breit. Wieder halbwegs geräumig. Und oh, eine ganz gute Aussicht. Mal schauen, wie das morgen aussieht. Die Antwort ist... So sieht das morgen aus. Ja. Wir gehen jetzt diese Shopping Street hier entlang. Und die ist verdammt lang. Lassen wir uns mal überraschen. Wir haben uns gerade grünen Tee geholt, der eine ziemlich interessante Konsistenz hat. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Als nächstes gibt's Kobe Chinatown. Wir haben uns Dumplings geholt. Und Alina isst das Papier mit. Sehr gut. Bombastic Side-Eye. So, wir sind jetzt genug rumgelaufen. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ja, ich wollte gerade sagen. Lecker Tiramisu. Wir haben hier spannende Statuen. Die Elina-Statue. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo Elina ist. Keine Ahnung, wo ich bin. Wo sind wir? Ah, da. Absolut. Oh. Leute, was ist denn hier los? Elina. Wir sind jetzt hier im Center von Osaka bei der Dotonbori und haben Hunger. Es wird also irgendwo was gegessen. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt irgendwas finde, worauf mein Magen nicht so reagiert. Wait a minute! Who are you? Gestern Abend hat sich in der Nacht ein bisschen Essen meinen Körper verlassen. Und zwar. So, es war nicht so gut. Und jetzt. Mal schauen, dass wir hier was Gutes finden, was lecker ist und hoffentlich verträglich. So, die Schonkost haben wir auf jeden Fall nicht gefunden, aber egal, dafür gibt es Takoyaki. Das Wetter ist heute ausgezeichnet, deswegen fahren wir nach Nara. Da waren wir schon mal. Da gibt es, wie heißen die Teile nochmal, Alina? Die Nara, die Tiere.
Ja, aber wie heißen die auf Deutsch? Rehe. Da gibt es kleine Rehe. Die kann man streicheln. Ja. Wirklich schön. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall hin, um das gute Wetter zu nutzen. Und als allererstes wird hier Nara natürlich erstmal gesnackt. Sind wieder bei einem kalten Sushi. Ja. Und danach geht's in den. Nee, bevor es in den Dia. Holen wir uns erstmal leckere Mochi. So, wir haben uns jetzt die berühmten Mochi geholt, die hier gehauen werden. Allerdings wussten wir gar nicht, wo die Schlange ist, weil die hier so einen großen Knubbel haben. So, und jetzt sind wir gleich gestärkt und können wirklich langsam mal los. Noch sind wir nämlich gar nicht so weit gekommen. Let's go! Alina! Und das da ist der Top-Hügel, wo wir beim letzten Mal hoch sind, wo wir heute wieder hochgehen werden. Because I love it. Der Kerl ist ein richtiger Bad Boy. Der findet die Boundaries hier richtig scheiße. Sorgt dafür, dass die weg sind. Das ist so sein Lieblingsdurchgang und die haben den einfach blockiert. Hardcore. Gib ihm. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, in seine Special Area hier reinzugehen. Looks nice. Hier ist einfach ein Baum, der hat solch dicken Stamm und solche riesigen Wurzeln. Wow! Ich bin jetzt gerade mal hier ohne die Alina hochgekraxelt. Liebt die Aussicht. Noch höher wird aber schwierig. Weil es da leider schon ein bisschen zu spät ist. Naja, war auf jeden Fall wieder mal worth it. Und für den Fall, dass man es gerade nicht gesehen hat, hier geht es echt verdammt steil hoch. Tolle Aussicht. Ich habe nicht mehr viel Akku, aber uns ist gerade aufgefallen, wir sind auf einer Parallelstraße zu dieser Dotonbori. Da hinten, da ist so voll und hier ist einfach fast nichts los. Naja, wir gehen jetzt was zu Abend essen, aufs Zimmer, weil wir uns beide noch die Haare waschen dürfen und das dauert eben ein bisschen. Und morgen geht es dann nach Himeji, da freuen wir uns schon sehr. Für dieses Nahen lebe ich. Darum sind die Inder in Japan einfach auf einem anderen Level. Guckt euch an, wie groß das Teil ist. Mega.